Hallo an alle, die hier zuschauen. Heute werde ich nicht wie sonst basteln oder bauen. Ich habe zwar schon gebastelt heute, das muss aber noch trocknen, das zeige ich euch nächste Woche. Heute habe ich für euch einen Tipp. Ich zeige euch einen Trick, wie ihr solche Flecken und Kratzer von Holzoberflächen ganz einfach entfernt. Damit die Kratzer wieder verschwinden, braucht man einfach nur einen feuchten Lappen und ein Bügeleisen. Den Lappen lege ich einfach auf die zerkratzte Stelle drauf. Dann nehme ich das Bügeleisen, regel das auf wollwarm und stelle das auf den Lappen drauf. Durch die Feuchtigkeit und die Wärme quellen jetzt die Holzfasern auf, begeben sich in ihre ursprüngliche Position zurück und in nicht mal einer Minute ist kein Kratzer mehr zu sehen. Sollte die Delle allerdings so tief sein, dass die Holzfaser schon kaputt ist, dann funktioniert es nicht. Ansonsten funktioniert das prima bei allen rohen, also unbehandelten und geölten Holzoberflächen. Bei lackierten und gewachsten Oberflächen würde ich das nicht machen. Die Hitze würde den Lack und den Wachs angreifen, es sähe nachher nicht mehr schick aus. Und es funktioniert klasse zum Entfernen von Flecken von Rotwein, Kaffee und Lebensmittelfarbe. Das funktioniert genauso wie mit den Dellen. Einfach wieder das feuchte Tuch auf den Fleck und das Bügeleisen draufstellen. Und dann ist der Fleck nicht mehr auf der Holzoberfläche, sondern bei der Lebensmittelfarbe sieht man es ziemlich deutlich, ins Tuch gewandert. Und das Holz sieht so aus. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man jetzt hier noch Reste von dem Lebensmittelfarbefleck. Das ist aber kein Problem. Man kann das Ganze nämlich so lange wiederholen, bis alles sauber ist. Und wenn dann wieder alles glatt und sauber ist, dann öle ich die Oberfläche nochmal ein. Dazu nehme ich so ganz normales Leinöl.